So, der lange Winter ist vorbei. Die langen Brettspieleabende sind auch vorbei. Und jetzt ist es Zeit im Frühjahr, einmal zu schauen, was sich da über den Winter alles angesammelt hat. Deshalb machen wir einfach mal unsere Spieleschublade auf und schauen mal, was sich da alles über den Winter an Brettspielen, an Schönen angesammelt hat. Als erstes sehen wir da so einen Leopard-Panzer-Bausatz. Den brauchen wir ja jetzt ja nicht mehr. Ich glaube, den geben wir an irgendjemanden anderen weiter. Dann haben wir unser Dartspiel. Das kommt ja genau richtig. Das können wir jetzt genau im Frühjahr benutzen. Das tun wir jetzt gleich ins Gartenhaus bringen. Und dann können wir im Frühjahr und im Sommer draußen ein bisschen Dart spielen. Die sind ungefährliche, also können auch kleine Kinder mitspielen. Gucken wir mal weiter, was wir da weiter haben. Und da haben wir unsere 50-Spiele-Sammlung mit ganz vielen Spielen drin. Natürlich beliebt auch bei uns, Mensch, ärgere dich nicht. Was haben wir noch drin? Dann haben wir ein Ma Memory drin und ein Lernquiz, Mikado und viele andere Spiele. Also so 50 Spiele. Genau, das ist alles in Ordnung. Das haben wir jetzt erst gezählt. Alle Sachen sind voll. Ah, da war ein Mühlespiel, auch gut. Also legen wir das mal auf die Seite. Das behalten wir auf jeden Fall. Gut, dann haben wir weiterhin. Na, ein Siedler von Catan. Das ist auch sehr beliebt. Besonders bei den Kindern, die machen das gern. Okay, dann geht's weiter. Monopoly. Wer kennt's nicht? Das Monopoly. Das berühmte Gesellschaftsspiel. Immer gerne wieder gespielt. Okay. Dann haben wir für die Kämpfer haben wir das Risikospiel. Ein Strategiespiel. Kann man ein bisschen Strategie dabei lernen. Also auch sehr gern gespielt. Dann haben wir hier einen ganz alten Schatz, ein altes Schachspiel, das wir irgendwann mal geerbt haben von irgendjemand. Also das sind schöne alte Holz-Schachfiguren drin. Ist natürlich heute im Computerzeitalter, wo die Kinder alle nur mit ihren Apps rumspielen, nicht mehr so beliebt, weil man viel denken muss und sich anstrengen. Aber wir haben es und gelegentlich kommt es doch mal noch mal vor und dann spielen wir es. Okay, dann haben wir hier die Pirateninsel. Auch ein schönes Spiel, spannend und kommt immer wieder Überraschungen zustande, wenn man über diese Insel laufen muss. Wenn es erst noch nicht kennt, solltet ihr es mal ausprobieren. Besorgt euch das mal, das macht wirklich Spaß. Okay, was haben wir jetzt noch? Ah, von der Pirateninsel, die Karten, was ist alles drin? Ein paar Spielfiguren, Spielkarten, Landkarte und eine Bedienungsanleitung. Mehr braucht man dazu nicht. So, gut. Einmal weg, das behalten wir auf jeden Fall auch. Gut, dann haben wir natürlich ein Labyrinthspiel. Der Meister. Viele Karten. Muss man Spielekarten dann verrücken und so weiter. Und dann wird ein Weg frei oder wird auch versperrt. Und hat auch immer viel Spaß gemacht. Macht auch noch viel Spaß, weil das behalten wir auf jeden Fall. Spielfiguren dabei. Und wer es noch nicht kennt, kann es sich ja auch mal in die Bibliothek oder so ausleihen zum Ausprobieren. Und wenn es ihm gefällt, kann er es ja kaufen. Haha, dann haben wir ein Domino. Domino. Tolles Spiel. Sehr altes Spiel. Vollständig und wird auch gelegentlich gespielt. Okay. Gut, dann haben wir natürlich noch Luftballons, jede Menge Luftballons für die Party, für die Kinderparty. Okay, das war's jetzt mit unserer Spieleschublade. Also kein Abfall drin, sondern alles schöne Spiele, die räumen alle wieder ein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.